Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. So, letzte Folge haben wir das Kapitel 7 beendet und auch das Bonus sozusagen. Und jetzt machen wir weiter mit Kapitel 8, ein quakender Chor. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. In Kairo, Samalek. Und wieder mit Bayonetta. So, zuerst gehen wir natürlich zurück. Da könnte noch irgendwas sein. Oder auch nicht. So, mal eben gucken. Zuerst suchen wir die Kröte. Gut. Erstaunlich ruhig irgendwie. Irgendwo ist die Kröte. Okay, gut. Erstmal das Ding hier erledigen. Okay, das Ding kennen wir schon ein bisschen. Da bist du endlich. Okay.
Scheiße, du hältst da auch verdammt viel aus. So, dann spielen wir mit ihr. Boom. So, erledigt. Princess, you must not follow. Is that John? And Princess, you must be joking. Okay, gut. Diese Bayonetta hier ist anscheinend eine Prinzessin. Das ist ja mal interessant. Hui. So, aber bevor wir es hier wieder vergessen, hier ist irgendwo die Kröte. Und zwar, da sitzt sie auch schon. Gut, das ist sie wohl nicht. Das Ding hat uns immer schön verarscht. Ach Gott. Ja, hier sind ja mehrere Kröten. Ja, wunderbar. Das macht das Ganze doch ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil ich jetzt rumlaufe wie ein Wahnsinniger und die ganze Zeit gucke, welche Kröte haben wir schon angeguckt und welche nicht. Ach, schau mal. Gut, hier gehen wir mal noch nicht weiter. Oh, eine Kiste. Oh. Oh Gott, nee, da brauche ich was anderes. Gut, da brauche ich definitiv... wir können es auch mit der... damit versuchen. Nein, da brauche ich was. Verdammt. Oh, wie ich sowas hasse. Nee, das brauchen wir. Ja, ich kann mit dem Ding super umgehen.
Nein! Na, auch ja, ich liebe dieses Ding. Oh, dass man es nicht überspringen kann. Mittlerweile weiß ich, wo das Zeug liegt. Ach Gott, nee. Ach, ja, komm, sprich halt noch ein bisschen behindert herum. Ach, das kannst du dir voll ver... Ich kotze gleich. Nein, wo springst du denn? Hin, du! So. Ja, und jetzt hängt's wieder unten. Ach, nö. Ach, nee. Du doofes Ding! Störung ist wirklich eine Katastrophe. Kann man das nicht? Nein, kann man nicht. Ich krieg gleich die Krise mit dem Ding. Soll ich vielleicht von da oben anfangen und einfach nach unten? Ist es das, was ich machen soll? Gehe ich einfach nur in die falsche Richtung? Nein, warum springt sie denn immer da? Nee, was? Leck mich am Arsch. Kannst du mir eine scheiß Kiste? Fahr jetzt weg. So, was habe ich drin? Das hatte ich. Kann nicht so toll gewesen sein. So, was haben wir hier? Ist das irgendwas? Nö. Gut, da haben wir ein paar Engel. Haben wir denn hier oben irgendwas versteckt? Ach ja, stimmt, die Türme gibt es hinten auch noch. Ja, gehen wir gleich hin. Ne, gut, bekämpfen wir erstmal ein paar Engel, die hier anscheinend schon auf uns warten. Da ist eine falsche. Ne. Super. Überall gelbe Frösche. Oh mein Gott. Ah, ich... Ja, bitte. Das ist die richtige. You're an energetic little thing. Gut, als nächstes kommt dann...
Der Rabe. Oder die Krähe. Eins zu beiden. So, erstmal die ganzen Blümchen hier einsammeln. Gibt alles schön Punkte. Gut, sonst ist, glaube ich, hier alles erledigt. Ja. Gut, dann gucken wir gleich. So, jetzt erstmal hier. Bitte? Na, jetzt ist aber ein bisschen. Alles klar, das dient wieder so hoch. Gut, dann eben so. Moment. Wir haben da einen Kampf schon dazwischen. Das heißt, irgendwo muss noch was sein. Ach Gott, mit dem Ding rum zu cruisen ist ja auch bloß nicht. Oh, eine Kiste. Bleib einfach da, wo du bist. Danke. It's about time I got moving again. Gut, wir sind hier definitiv noch nicht richtig. It's about time I got moving again. Ach, nicht das schon wieder. Hab dich. It's about time I got moving again. Muss ich da? It's about time I got moving again. Ich glaube, da muss ich sogar hin. Aha. Ah, vielleicht so. Mal gucken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Yeah. It's about time I got moving again. Bin ich da jetzt richtig oder nicht? Oh Gott.
Aber ich weiß ja nicht, ob ich hier so richtig bin. Vor allem da hinten. It's about time I got moving again. Ich glaube, ich sauf gleich ab. Nein, sie springt nicht. Ach Gott. Ja, bye bye. The shadow remains cast. Ja, da ist man direkt komplett abgesoffen. So, was haben wir da Schönes drin? Ah, Kisten in Ort und Stelle bleiben. Meine Lieblingskisten. Schönes. Schön OP. So, es gibt aber irgendwo ein geheimes Portal, das wir bekämpfen können. Wo auch immer das zu finden ist. Okay, auch nicht schlecht. Nee, da geht's anscheinend nicht hoch. Rechts von mir ist keine Kiste, das ist nur eine Einbildung, falls man das gesehen hat. Ach, da drüben. So. Gut, wir haben viermal Lebenskraft. Dann gucken wir doch mal. Heikles Terrain, besiege alle Gegner. Begrenzte Zeit. Ach Gott, bitte nicht so wie so ein komisches Schleimzeugs da von diesen Viechern. Na gut, dann gucken wir mal. Oh Gott.
Ach Gott, wie habe ich denn das nochmal gemacht damals? Okay, mittlerweile werden die Dinge richtig scheiße. Da glaube ich, brauche ich eine andere Waffe. Ja, wobei, wenn ich eigentlich denn da nicht so draufstehe, kann ich da was... Ja, das geht. Nein, das geht nicht. Was zur... Das... Was soll... Ich hab keine Ahnung, wie ich mit allem umgehen soll. Ah, die Folge ist ja super heute, wirklich. Ja, die Wüste ist bis jetzt mein Lieblingsgebiet, wie man vielleicht schon merkt. Dieses Gebiet hasst mich. Aber hey, ich hasse es auch. So, und du bist keine normale Kiste. Du bringst mich wieder irgendwo hin. Oha. Ups. Ah, Kiste. Oh nein. Leute, ich kann doch sowas nicht. Ach Gott, geht aus dieser Form raus. Wie komme ich jetzt da? Ich spiele eigentlich Bayonetta wegen dem Kämpfen und so, nicht wegen irgendwelchen Jump-Rätseln, die ich sowieso nicht kann. Wenn ich Jump-Rätsel machen möchte, würde ich Super Mario spielen. Ja, ich spiele es aber nicht wegen Jump-Rätsel und wegen der Zeit. Nee, sorry, aber wenn ich solche Kisten habe, werde ich es ein, zweimal versuchen und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Außer es ist irgendwie ein Tierchen, das möchte ich auf jeden Fall haben, weil die Bonuslevel könnten ja Waffen geben, so wie diese hier. Aber wegen irgendwelchen scheiß Kisten? Nee. Wenn da wirklich was extrem Spezielles drin ist, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Dann werde ich diese Kiste versuchen, bis zum Erbrechen. Und ansonsten
werde ich einfach liegen lassen. Weil sonst ist da entweder nur irgendwie ein Teil von einem Herz drin oder von einem Mondsplitter, den man auch jetzt versperzen kann. Oder irgendwelche Lutscher, die ich sowieso nicht benutze. Also zumindest fast nicht. Ja. Gut, das aber nur so am Rande. So, unter den Spielspaß jetzt nicht drüben. Wir machen dann... Ja. Hier. In der nächsten Folge dann weiter. Gucken, wie es weitergeht, was das genau mit der Prinzessin auf sich hat. Und ja, dann bedanke ich mich trotzdem erstmal fürs Zusehen. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.